herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir... Achso, ich könnte eigentlich auch mit dem Wolf hin. Haben wir... Hallo? Bist du taub oder was? Komm mal her. Haben wir diesen süßen Wolf als Reittier geholt. Geht allerdings nur mit der Collectors Edition, beziehungsweise alle, die diese Edition nicht haben, müssen den, glaube ich, kaufen. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Oder können den kaufen. Ist allerdings ziemlich teuer. Oder mein Schwein? Wir werden jetzt erstmal... Entschuldigung. Wir werden jetzt erstmal weiterreisen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die Mannschaft mitnehmen muss. Aber es geschieht ja automatisch, wenn ich hier die Führung übernehme. Abfahrt. Genau. Abfahrt. So, einmal dem Fluss folgen, bitte. Wir können das Segel nicht setzen. Macht nichts, die können auch rudern. Und einmal zur Markierung. Segel! Hört den Wind! Ich habe nämlich festgestellt, wir müssen gar nicht den ganzen Weg laufen, sondern wir haben ja eine direkte Verbindung übers Wasser dorthin. Knecht und bedrängt ihn, ob des versteckten Silbers der Familie. Der Junge krächzte wie eine Krähe. Das Silber war unter einem Amboss in der Schmiede versteckt und leicht zu finden. So, kann ich mich wieder bewegen? Hier müssen wir an die Ruder. Nein, wir müssen nicht an die Ruder. Wenn die Bauern mit dem Hahnschrei erwachten, würden sie wissen, dass sie beraubt wurden. Warte, guter Skalde. Genau, warte. Ich muss nämlich auf jeden Fall hier raus. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich zwei Fertigkeitspunkte bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich jetzt so viel erkundet habe. Und da muss ich jetzt mal eben schauen. Hier war das, glaube ich, mit den Attentaten, ne? Genau. Da will ich auf jeden Fall hin. Fernkampfschaden, Nahkampfschaden. 5-2 Gesundheit. Hier haben wir Attentatschaden. Fähigkeitenschaden, leichter Schaden, kritischer Schaden. Naja gut, gehen wir erstmal über die Gesundheit, würde ich sagen. Achso, wir müssen erstmal das noch machen. So, damit wir das schon mal vorbereiten können. Was haben wir denn hier? Geführter Pfeil. Deine Beherrschung des... Ach so. Unglaubliche Präzisionsschüsse. Okay. Das nenne ich mal geil. Aber das können wir leider noch nicht ausprobieren. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Warum gibt es dann Ärger? Moment. Ach so, wenn ich dabei gesehen werde, den zu töten, oder wie? Misstrauensgebiet. Flieg, Freundin. Okay, die hätten hier auch ein bisschen was zum Ausrauben, aber der Typ ist da hinten links. Das wird wahrscheinlich, ja, das hier ist die Spitze, wo ich hin muss. Da werde ich dann mal als erstes hingehen. Und der Typ steht natürlich hier mitten auf dem Markt. Okay. Also erstmal zur Spitze. In welche Richtung gucke ich jetzt da? Nein! Bezahl für deine Sünden. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Na toll. Die sollte doch eigentlich darüber springen, beziehungsweise da hochspringen, die blöde Kuh. Aua, was war das? Du
Diesmal wendest du dich nicht aus. Ja, komm. Lauf. Spick die Brut mit Pfeilen. Ich will ja eigentlich da hinten hin. Der Raver will helfen, wenn du bist. So, Glitche. Ist mir gut, dass du cool bist, Dolan. Aber die Typen verfolgen mich jetzt nicht mehr, oder? Was siehst du, alte Freundin? Okay, geradeaus links ist der Typ. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie da hinten hinkomme. Setze dich neben Einheimische oder gehe an Marktstände, um nicht aufzufallen. Okay. Das ist also dieses typische... Ja, es bringt mir nur nicht allzu viel. Da ist eine Wache. Der Typ ist da hinten links. Komm hoch. Weiter. Los. Ich würde den ja ehrlich gesagt gerne von hier oben direkt... Das Problem ist, bleibt der jetzt da stehen oder... Nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt und das Schilden. Das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger. Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren. Als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. War's nicht. Hat mich irgendjemand gesehen? Nö, ne? Okay, ich muss nämlich eigentlich da oben hin. Das Ordensmenü. So, eher. Sollte ich das jetzt öffnen? Also wegen ihm öffnen oder? Eigentlich nicht, ne? Warum ich das öffnen soll, keine Ahnung. Die nächste könnte ich theoretisch jetzt auch eben markieren. Das mache ich schon mal. Achso, das war jetzt ziemlich blöd, weil ich wollte auf die Karte gehen. So, sie ist...
ja, quasi wieder zurück und dann nochmal das Doppelte weit weg. Dann gucke ich jetzt erstmal wegen dem Aussichtsding hier. Bin ich jetzt in die richtige Richtung am Gehen? Nee. Es ist immer wieder blöd, wenn das so reingestellt wird. Kann ich wohl eher schlecht untertauchen, so wie es aussieht. So, da steht einer hinter. Die soll mich ja nicht sehen. Oh, da kommen direkt welche rein. Die patrouillieren anscheinend. Da steht auch einer. Ich will euch nichts tun, ich will hier nur hochklettern. Ich muss mich nur eben synchronisieren. Komm, das schaffst du. Perfekt. So, meine Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt eine Schnellreise nach Hause mache, kann ich dann von da aus mit dem Schiff weiterreisen? Normalerweise ja, oder? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, okay, dann versuchen wir mal von hier aus. Ey, ihr faulen Kerle, es geht weiter. Ich brauche dafür zwar keine Besatzung, aber ich brauche das Schiff. Verschwinden wir von hier. So, hallo? Darf ich was drücken? Danke. Das Segel bleibt noch unten. Zeit für ein Lied. Ja, ihr dürft jetzt gleich... Ihr dürft nicht wenden, weil ich noch gar nichts markiert habe. Moment, der war hier unten. Well in Hall of Kings. Segel einholen! Lass das sein! Oh. Okay. Ich will hier nur ein bisschen schwimmen, Jungs. Stört euch nicht dran. Ist das der? Nee, oder? Diesen Wachen entgeht nichts. Kann ich ihren Rechten nicht auswählen? Das Problem ist... Kann man das... Achso, ich wollte gerade sagen, kann man das auch irgendwo wieder rausmachen?
Was denn jetzt? Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Greifen die da gerade das Schiff an, oder was? So, ich würde sagen, wir können wieder ablegen. So, jetzt muss ich aber selber mal eben gucken. Eigentlich müssen wir dann in der nächsten Folge ja dahin, weil... Obwohl, nee, ich muss, glaube ich, erstmal nach Hause und muss... Oder? Wie viel habe ich jetzt davon gesammelt? Ich weiß es nicht genau. Gefundene Hinweise. Die beiden habe ich getötet. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich jetzt nochmal eben schnell eine Reise, also eine Schnellreise kurz nach Hause mache. Und dass wir mal eben gucken, ob wir eventuell mit dem Typen nochmal sprechen können. Und der uns dann irgendwas dazu sagen kann oder uns beglückwünscht oder was weiß ich was, dass wir die beiden jetzt getötet haben. So, da sind wir wieder. Also, ich glaube zwar jetzt so nicht wirklich. Das sieht schon mal richtig schön aus hier in der Siedlung, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Es gibt noch einiges zu tun. Ach, da ist er doch. Es gibt noch einiges zu tun, aber es sieht schon richtig, richtig geil aus für den Anfang. So, okay. Da können wir jetzt nichts machen. Na gut. Aber Ordenssiegel geben 4. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe... Dann gehe in Frieden. Ich sollte ihm ja eigentlich auch... nein, da wollte ich nicht hin. Ich sollte mir eigentlich auch das Amulett geben, deswegen... Kann ich aber nicht machen. Ich sollte es zu Heitam im Bruderschaftshaus in meiner Siedlung bringen. Kann ich nicht machen, habe ich zwar dabei, aber kann ich nicht machen. Vielleicht kommt es auch erst zum späteren Zeitpunkt. Das ist dann zwar blöd, aber naja. Er möchte ganz offensichtlich nicht mit uns sprechen oder uns beglückwünschen, dass wir die jetzt getötet haben. Sei es drum. Wir werden uns in der nächsten Folge erstmal mit der Hauptquest weiter beschäftigen und ja, dann mal schauen, ob wir da noch ein Bündnis schmieden können. Bis dann. Ciao.